So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. Hör auf zu reden. Hör auf zu reden. Bitte, hör auf zu reden. Wir werden jetzt das große Finale erleben. Und hier ist irgendwie zum Hotel, was man da in dem Vorspann gelesen hat. Ist Makarov da? Ich weiß es nicht. Das sehen wir ja dann. Das ist mal so eine scheiß Juggernaut-Rüstung, ne? Mal schauen. Gut. Auf geht's. Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Die zweite Welle wird jeden Moment kommen. Ja. Eigentlich schon geil. Wir sind diesen Juggernaut-Dingern, ey. Ja, das hilft ihm überhaupt nicht. Bin dabei. Dann laden wir mal nach, Freunde. Was habt ihr vor? Hä? Gar nichts könnt ihr. So, hier geht alles sterben. Dieses langsame Gehen einfach. Boah, Alter, geht das hoch. Moin. So, jetzt hier aber. Ne, so muss das hier gehen. So. Jetzt haben wir keine Munition mehr, wir müssen nachladen. Wir machen das hier einfach so zu zweit, ganz spontan. Hallo, soll es hier laufen? Ja, das sehe ich. Moin. Womit bekommen wir es zu tun? Mehr als 40 Soldaten im Wiesensturmgewehr. Feindlicher Helikopter in Anflug. Oh oh. Einer will zum Dach. Vermutlich zum Makarov. Alter, was macht der? Oh, da geht kaputt. Oh oh. Wo ist er? Da ist er. Gut, er ist kaputt. Nein, 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 nicht zu uns, nein! Aber ja. Jo, er brennt. Oh, ich brenne auch. Unsere Panzerung ist schrott. Hui. Das war nicht so gut. Einen anderen lief, das funktioniert. Oh doch. Oh. Los! Los! Boah, ich rutsche! Nein, Hilfe! Boah. Gut. Makaros Helikopter ist eben gelandet. Er ist auf dem Weg dorthin. Er wird nicht entkommen. Nee, das wird er nicht. Vorsicht, sie errichten Barrikaden. Es ist 10:27 Uhr. Oh, oh. Alter, weißt du? Kommst du rein? Granate, buff. Geil. Sowas liebe ich.
Sowas liebe ich wirklich. Carlos' Helikopter ist eben gelandet. Er ist auf dem Weg dorthin. Er wird nicht entkommen. Vorsicht, sie errichten Barrikaden. Granate! Pass auf dich auf, Juri. Was ist das? Da kommt direkt so eine scheiß fette Granate an, Mann. Oh, ist das euer Ernst? Carlos' Helikopter ist eben gelandet. Er ist auf dem Weg dorthin. Er wird nicht entkommen! Vorsicht, sie errichten Barrikaden! Ich soll euch jetzt einmal hier drin stehen. Achso, das ist seine Granate. Schön zu wissen. Juri! Auch Zivilisten. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Das werden wir auch nicht. Das darf aber nicht passieren. Weiter vorrücken! Von wo, von wo, von wo? Da hinten! Alter, wie viele kommen denn da? Ach du Schande. Damit habe ich jetzt nicht überhaupt nicht gerechnet. Okay. Sieht ja ganz gut aus. Jetzt nicht mehr. Geht auch immer. Was schießt denn da? Wo kommt der denn auf? Ja, genau. Wenn ich tot bin, dann schießt der. Richtig genial, Juri. Das. Och, Mann, ey. Das war lächerlich hier. Weißt du, lass ich dich jetzt einfach mal alles machen? Setz mich jetzt hier hin. Und du lauf, du Arsch. Lauf! Lauf, Baldi! Bleib ich jetzt einfach hier im Flur stehen, Alter. Das kann nicht sein, Mann. So, Baldi. Ja, ich lass den nicht entkommen. Aber du vielleicht, weil du scheiße bist, du Arsch, Alter. Lässt er mich sterben und dann killt er den. Super Kollege, richtig gut. Juri, lauf doch mal. Du bist wirklich so doof, oder tust du nur so? Und wo denn schon wieder? Mann. Siehst du? Wieder dieselbe Situation. Ja, Mann, ich beeil mich doch. Spiel gespeichert, jawohl. Ach du Schande, ey. Oh, 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 oh. Granate! Kann ich auch. Bam! Okay. Da ist er. Nein. Alter. Ja, genau.
Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein, ein Messer. Scheiße, wo ist er? Niemals! Nein, 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 nein! Okay. Kommt hier so ein bisschen Quicktime. Ui. Wir fliegen, halt im Kreis. Alter. Wir sagen, wir sind in der Lage. Da ist Makarov. Sag mal, geht's noch? Jetzt kommt bestimmt gar Juri. Alter. Du Penner. Was? Oh ja, schön ins Gesicht. Das ist eine gute Sache. Jawohl. Los. Los, jetzt stirb! Jawohl! Oh. Wenn der jetzt nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Jawohl. Ich würde sagen, jetzt ist Ende im Gelände, Bruder. Makarov ist tot. Ziel erfüllt. Was mache ich? Er raucht erstmal eine Zigarre. So muss das sein. Das war's mit Call of Duty Modern Warfare 3. Wieder eine kurze Story, genau wie Modern Warfare 2. Nur wir sind jetzt eine Folge größer als die andere. War auf jeden Fall eine interessante Sache und ja, ich hoffe immer noch drauf, dass es irgendwann Modern Warfare 4 geben wird. Aber ich denke mal, das wird erstmal nicht passieren. Weil eigentlich ist das ja jetzt hier im Grunde zu Ende. Makarov ist tot, den wir auch schon im zweiten Teil verfolgt haben. Den ersten habe ich leider nie gespielt. Naja. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Schön, dass wir ihn jetzt getötet haben. Ich muss aber zugeben, das Spiel habe ich jetzt schon zwei oder dreimal durchgespielt. Weil er ist halt auch schon so ein paar Jahre alt. Aber ich wollte es euch einfach auch nochmal zeigen. Vielleicht hat es der ein oder andere noch nie gesehen. Glaube ich zwar nicht, aber naja, gut. Also, ja, das war's mit Call of Duty Modern Warfare 3. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Es gibt ja noch einige COD-Teile. Dann haben wir aber auch noch Battlefield 4 zum Beispiel. Müssen wir aber mal schauen, was wir denn so machen können.
das war's jetzt auf jeden Fall erstmal. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem weiteren Projekt wieder. Ihr könnt euch jetzt noch in Ruhe einen Abspann anschauen oder wegschalten. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.